Servus Markus. Grüß dich. Was tust denn du da? Du, tun wir ein bisschen Füße verdrehen. Und du, hast schon was gefangen? Nein, ich glaube, ich werde eine Treppfalt erwischen. Du, darf ich mich ein wenig hersetzen zu dir? Gern, auf hier. Ah ja. Mei, das freut mich jetzt, dass ich dich triff. Ah. Oh. Schieß, gell? Hey Markus, ich bin ja schon immer Jakob Weißbier-Fan, das weißt du. Aber weißt du, was mich schon immer wundert? Weil ihr aus Hefe, Hopfen, Malz und Wasser so ein hervorragendes Weißbier herstellen könnt. Weißt du das nicht, Bev? Nein, schlimm, gell? Nein, schlimm ist das nicht. Habt ihr schmeckert, wird's da. Aber weißt du was, wir haben jetzt Zeit und ihr erzählst jetzt einfach. Angefangen hat alles 1738. Da haben die Arbeiter aus dem Hüttenwerk im Bodenwöhr das Bier aus den umliegenden Ortschaften nicht mehr trinken können. Wieso? Haben sie das verboten? Nein, die wollten das Bier einfach nicht mehr, weil es ein importiertes Bier aus den Nachbarortschaften war. Und das hat dann einfach nicht mehr geschmeckt. Ach so. Ja, und dann war ich weiter? Also die Arbeiter wollten ein eigenes Bier brauen. Das hat aber 20 Jahre gedauert, bis 1758. Erst da hat der erste Braumeister angefangen zu brauen. Und zwar war das der Peter Still aus Fischbach, der Onkel von dem berühmten Pater Barnabas. Moment mal, meinst du den Onkel von dem Barnabas? Ja, genau, von dem. Sauber, sag ich. Also der war der Erste, der in der Brauerei Bier braut hat. Damals hat man noch keine modernen Maschinen gehabt. Alles hat man noch mit der Hand machen müssen. 1804 dann hat man beschlossen, die Brauerei endlich zu privatisieren. Und 80 Jahre später, also 1884, hat mein Urgroßvater, der Johann Baptist Jakob, die Brauerei übernommen. Und seitdem gehört die Brauerei an Jakob? Genau so ist's. Ach so, aber jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, weil du dein gutes Bier brauchst. Geh sei halt jetzt ungeduldig. Ich erzähl dir die ganze Geschichte jetzt. Bev, am Anfang wird das Malz geschrotet. Die Qualität der Rohstoffe ist natürlich das Wichtigste beim Bier. Weil ohne einen gescheiten Rohstoff gibt es kein gescheites Bier. Ja, weil das war dann praktisch, weil zum Beispiel ein Fußballspiel ohne einen Ball. Das geht auch nicht. Genau so ist's. Und danach, nach dem Schroten, wird das Malz mit Wasser versetzt. Und daraus entsteht dann die Maische, die spätere Basis für unser Bier. So, ich verstehe. Du hast praktisch ein Malz und ein Wasser. Und das Malz, das wird dann zerkleinert. Geschrotet, wie der Brauer sagt. Genau, schroten, sag mal. Und dann, wenn ich das so richtig geschrotet habe, dann kommt da ein Wasser dazu. Einmeischen, sagen wir da dazu. Einmeischen. Also wenn ich da so richtig eingemeischt habe, dann habe ich praktisch eine Maische. Genau so ist. Aha, habe ich wieder was gelernt. Ja, und wie geht's dann weiter? Ja, Bev, die Maische wird auf verschiedene Temperaturen erhitzt, damit wir den Malzzucker gewinnen, den wir später für die alkoholische Gärung brauchen. Dann wird durch den Vorgang, den man Abläutern nennt, die Würze gewonnen, die später unser Bier wird. Und übrig bleiben dort die Treber. Die geht dann zu den Bauern raus. So, und diese Würze, die später unser Bier wird, die schaut so aus. So, Bev, schau her, so schaut die ganze Geschichte jetzt raus. Aha, und kann ich das schon trinken? Nein, nichts da. Das ist unsere Würze. Die wird jetzt so 35 Minuten gekocht und wird Hopfen zugeben. Und dann kommt es nach dem Abkühlen in solche Tanks rein. Aha, dann hast du praktisch ein Dosenbier. Ah, du Schmarrer, Bev. Das musst du ja noch lagern und reifen. Aha. Bev, schau, ich glaub, da geht was. Ah, bei mir beißt nix. Das sind höchstens Fisch. Also, das Bier mal reifen und wie geht's dann weiter? Ja, genau. Der Herr muss jetzt das Bier noch 3 bis 4 Wochen lagern und reifen. Mhm. Und jetzt schauen wir es uns einmal an, wie weit das ist. Mhm. Probieren wir es einmal, ja? Farbe passt. Fein. Riecht gut. Hier wir jetzt auch einmal trinken? Bef, gern. Nun, wie schaut's aus?
Also mein Segen habt's. Gott sei Dank, Bev. Jetzt wird das Bier dann noch abgefüllt in Faseln oder Flaschen. Mhm. Und dann sind wir fertig mit unserer Bierbrauerei. Hey Markus, seitdem, dass ich die Brauerei Jakob kenne, ihr werdet doch ununterbrochen mit Auszeichnungen überhäuft. Bev, die ganzen Jakob-Biere werden mit Preis überhäuft. Und das freut mich ganz besonders natürlich, weil es Jakob Weißbier jetzt seit 1994 ununterbrochen mit DLG Gold ausgezeichnet worden ist. Weißt, und das ist weltweit einmalig. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Du, da wundert mich nichts mehr. Warum, dass mein Weißbierglasl einmal so schnell leer ist. Und was ist mit deinem Rangel? Du, bei mir beißt heute kein Fisch mehr, das garantiert dir. Warum, hast du keinen Köder dran? Schon, aber der Köder ist für mich. Schau her. Du bist der Hund. Und für mich hast du aber nichts, oder was? Was wieder an dich denkt? Ich habe schon gerechnet, dass du daher kommst und drum schau her. Für dich habe ich natürlich auch was dabei. Also Prost! Bef! Sehr zum Wohl! So was Gutes! Mein Leben noch nicht gut! Schön seid ihr das, wunderbar! Traum! Ja, da, wenn's kein Jakob heißt, da hauert das nicht hin. Das Jakob Weißbier aus Bodenwür, Mihos kalt, ist das gut. Hey Markus. Hey Markus, was soll ich da beim Foben dran? Ich brauche einen Schaden. Du bist ein schlechter wie ich. Kurze Neun aufgenommen. Ja genau, da drin muss das Bier jetzt ungefähr 3 bis 4 Wochen lagern und reifen. Nein. Schauen wir nochmal, wie weit die Scheiße ist. Bei mir kennt man es, wenn ich nicht so viel getrunken habe. Aber weißt du, was mich schon allerweil wundert? Weil ihr aus Hopfen, Wasser, Malz und Gerste und Hefe. Schaut das aus dem Tee. Warte mal schnell, jetzt kommen wir wandern. Sind so, der Nacker die hinten schon hin? Also ich tue da mein Malz rein. Trotzdem, ich bewundere das Ehepaar. Und jetzt probieren wir es einmal. Schauen wir, wie der Arbeit ist. Und drum ist auch mein Weißbier allerweil so schnell leer. So wie er so oft. Thank you.
Ja, da, wenn's kein Jakob heißt, da hauert das nicht hin.